zweites Team aufzubauen ist fast so schwer wie das erste Team aufzubauen. Es ist halt einfach nicht mehr möglich, dass ich jetzt bei allen Projekten halt irgendwie so tief drin bin, wie ich bei vorherigen Projekten war. Jetzt laufen wir langsam in Probleme rein, wo die Sachen komplexer werden und wo der Austausch fehlt. Wo nicht dauernd eine Publisher-Pleite irgendwie als nächstes um die Ecke kam. Männer können nicht gut Multitasking. Trotzdem sind viele Studio Directors in der Spieleentwicklung in Deutschland männlich. Und einige von ihnen denken, sie können mehr als ein Spiel in ihrem Studio gleichzeitig managen. Geht das oder ist das Quatsch? Willkommen zu einer neuen DevPlay-Folge, wo es darum geht, wie Studios mehrere Teams gleichzeitig managen und nicht nur aus einem einzigen Entwicklerteam bestehen. Dafür haben wir in dieser Runde wieder die unkreativen Vornamen versammelt. Ich bin Jan Klose von Deck 13. Ich bin Jan Theisen von Kingard aus einem Safehouse diesmal. Ja, Jan Wagner von Owned by Gravity. Ich bin der Einzige, der noch nicht von einem Publisher bedroht worden ist. Bei Jan Theisen haben wir gesehen, der ist in der letzten Folge kurzfristig vom Publisher gejagt worden und musste dementsprechend jetzt unterkommen und kommt über mobil zu uns, weil er sich über Bildformat wundert. Das ist natürlich aufgrund der Tatsache, dass wir nicht verraten dürfen, wo er jetzt ist. Genau, also wenn ihr die volle Geschichte wissen wollt, dann schaut die vorherige Folge. Und alles andere wird sich vielleicht im Laufe dieser Folge ergeben. Die NBA-Polizei hat meine Wohnung gesmortet. Ja, die hat zugeschlagen. Ja, das kommt davon. Aber du bist natürlich ein sehr wertvoller Gesprächspartner in dieser Runde, denn ihr seid mit KingArt ein Studio, das schon seit geraumer Zeit mehr als ein Team in eurer Struktur beschäftigt. Ihr macht Projekte gleichzeitig oder auch versetzt, aber ihr habt sehr viele Dinge, die gleichzeitig laufen. Und vielleicht wäre es einfach mal spannend, wenn du mal erzählen könntest, warum ihr das überhaupt gemacht habt. Denn erstmal hört sich das gerade auch für ein Team, was sich über die Jahre aufbaut, nach viel Stress an. Und warum tut man sich sowas an? Ich glaube, es ist mehr Stress, aber ich glaube, es bringt auch eine gewisse Stabilität mit sich, weil der Grund, warum wir es gemacht haben, ist tatsächlich, dass wir 2009 haben wir The Book of Unwritten Tales rausgebracht, unser Point-and-Click-Adventure. Und der Publisher, den wir damals hatten, mit dem wir dann das nächste Spiel machen wollten und mit dem wir in Verhandlungen waren und mit dem wir dann das Add-on parallel gemacht hatten und so, ist auf einmal aus dem Nichts pleite gegangen. Und wir standen da, hatten auf einmal nicht mehr das nächste Projekt, hatten die Kohle von dem aktuellen Projekt noch nicht bekommen. Das Projekt, an dem wir gerade gearbeitet haben, haben die finanziert und dann auf einmal kam da kein Geld mehr rein. Und das hat uns halt fast das Genick gebrochen und das wäre es halt fast gewesen mit KingArt. Und dann haben wir gesagt, okay, das machen wir nicht nochmal. Wir machen uns nicht nochmal so abhängig von einem Publisher oder von einem einzelnen Projekt, sondern wir versuchen mehrere Projekte parallel zu machen, wenn es geht, für verschiedene Publisher in verschiedenen Genres, mit verschiedenen Teams, sodass wir halt einfach möglichst breit aufgestellt sind sozusagen. Und dann haben wir seitdem im Prinzip eigentlich immer drei Projekte parallel gemacht. Und dann haben wir halt häufig, ich sag mal, ein größeres Projekt gehabt, ein etwas kleineres Projekt und vielleicht noch irgendwie eine Mobile-Geschichte parallel oder irgendwie sowas. So, dass wir halt einfach, ich sag mal, breit aufgestellt waren und verschiedene Dinge gemacht haben. Und das haben wir auch tatsächlich durchgezogen bis vor vielleicht 2 Jahren oder so oder 3 Jahren, als Iron Harvest so richtig losging. Und das ein sehr großes Projekt war und wir dann einfach nicht mehr 3 Sachen parallel machen konnten. Dann haben wir nur noch 2 gemacht. Und jetzt sind wir gerade dabei, das wieder auf 3 sozusagen hochzuskalieren. Aber dieses Mal, und das ist halt der Unterschied, sind es halt größere Projekte. Also das heißt, die beiden Projekte, an denen wir momentan konkret arbeiten, sind beide halt größer als Iron Harvest. Und das dritte Projekt, was wir gerade in der Pre-Production haben, mit nur wenigen Leuten, wird halt dann erst nächstes Jahr oder sowas richtig starten, weil wir halt einfach so viel parallel dann nicht machen können, weil es ist halt nicht nur die Anzahl der Projekte ist natürlich relevant, sondern auch die Größe der Projekte und die Komplexität. Spannend und ein guter Grund bestimmt. Wir hatten das auch mal, bevor wir, ich glaube, bis zur Hälfte von Lords of the Fallen, das aus dem gleichen Grund wie bei euch, wir hatten 2 Projekte davor und dann mussten wir aber alle Leute wirklich auf das große Projekt werfen, haben dann das Team einfach weiter auf- und ausgebaut und gesagt, okay, wer ist auf welcher Position denn die richtige Person und sind dann dabei geblieben, ein Team zu bauen. Die Projekte wurden auch sehr viel größer als vorher und da haben wir halt gesagt, nee, wir müssen jetzt alles da reinstecken, ein gutes Team aufzubauen, damit das funktioniert
Und ja, da sind wir natürlich bis heute jetzt bei geblieben. Das heißt, ja, die Erfahrung haben wir mitgemacht und die Gründe waren bei uns auch so zu sagen, hey, wenn hier irgendwas passiert, ist der ganze Laden gleich im Eimer. Das wollen wir nicht mehr, das können wir nicht mehr. Lass uns ein bisschen besser aufstellen. Gut, haben dann aber einen Partner gefunden, wo wir auf einmal, wo es viel zuverlässiger wurde, wo nicht dauernd eine Publisher-Pleite irgendwie als nächstes um die Ecke kam. Es waren wirklich 5 oder 6 Leute, mit denen wir zusammengearbeitet hatten, kleinere Publisher, wo es dann einfach nicht mehr funktioniert hat und die insolvent gegangen sind. Und gut, es hat bei uns so gut funktioniert, dass wir jetzt Teil der Publisher-Familie sind, ein Teil von Focus sind und damit sehr happy. Aber es gibt ja auch noch andere Entwürfe als diese beiden, zum Beispiel Jan Wagner. Bei dir ist es ja schon so, dass du auch nicht immer nur an der gleichen Sache gearbeitet hast, aber wenn ich das richtig sehe, war es bei dir eher so, dass du für jedes, ich sag mal, unterschiedliche größere Projekt, in dem du gearbeitet hast, eigentlich auch eine eigene Firma mit dazu hattest, oder? Also bei dir war es nicht ein Unternehmen mit mehreren Zweigen, sondern es waren eigentlich jedes Mal komplett eigene Unternehmen, die du aber teilweise parallel betreut hast. Das stimmt. Also auch aus dem gleichen Grund wie ihr, nur bei mir ist die Pleite tatsächlich passiert sozusagen. Also wir sind nicht fast pleite gegangen, wir sind dann pleite gegangen. Und meine Lehre war deswegen auch noch einen Schritt weiter, nicht nur eine Studiostruktur zu haben, wo ich mehrere Projekte im Studio habe, sondern eine Firmenstruktur zu haben, wo ich unabhängige Firmen habe, die einander nicht in die Pleite führen können. Denn wenn sozusagen bei beiden diesen, ich habe ein großes Projekt und wenn das auf die gleiche Art und Weise durchsemmelt, dann helfen die zwei kleinen Projekte zwar dich am Leben zu erhalten als Studio, aber du bist ja trotzdem irgendwie ziemlich dran. So. Das heißt, das war ein bisschen der Grund dafür. Zum Teil ging es dann natürlich auch deswegen, weil die Leute, die in den Studios waren, eigentlich Teil des alten Teams waren. Das heißt, wir haben einfach in den anderen Studios hatte ich jeweils, sage ich mal, einen Kern von Leuten, die ich eigentlich schon kannte aus Cliffhanger und die dann eben ihre Sachen stärker selbst gemacht haben. Was ich tatsächlich, das finde ich, wäre jetzt nicht meine Rückfrage bald an euch beide, was ich tatsächlich angenehm fand, weil vorher bei Cliffhanger hatten wir auch 2 oder 2,5 Parallelprojekte immer. Und die Verantwortung liegt ja trotzdem sehr stark bei dir oder bei der Firmenleitung. Du hast also vergleichsweise viel sozusagen, das über wenige Personen läuft. Und wenn man mehrere Firmen hat, die als Strukturen unabhängiger sind, also nicht, dass ich mehrere Firmen hatte, sondern beteiligt ist an mehreren Studios, wo alle Leute aber auch selbst mit drin hängen, dann gibt es halt viel mehr Eigenverantwortung. Es gibt natürlich auch viel mehr Eigeninitiative von den Leuten und man ist selber nicht so im Fokus, dass sozusagen alles auf einen zugeschnitten ist. Und das merke ich jetzt gerade wieder. Jetzt habe ich auch wieder so eine komische Konstruktion, wo ich Owned by Gravity mit besitze und da Geschäftsführer bin mit. Wo aber alle Leute, also das ist auch was, wo die Firmenstruktur so ist, dass dem überwiegenden Teil der Firma ein Teil der Firma gehört. Also das ist, dass ich nicht alleine sozusagen die Leute in die Scheiße reite, sondern alle sich gemeinsam in die Scheiße reiten. Geteiltes Leid ist dreifaches Leid, fünffaches Leid. Und gleichzeitig bin ich bei Ulysses und baue da gerade mehrere Teams auch wieder parallel auf. Und das zieht natürlich einen auch auseinander, finde ich immer. Also weil du, wenn du diese, klar, die kleinen Titel kriegen dann nicht so viel Liebe, aber eigentlich brauchen die vom Aufwand her ähnlich viel. Die müssen trotzdem eigentlich angeguckt werden, die müssen trotzdem gut behandelt werden. Da will trotzdem irgendwie sichergestellt werden, dass die Ressourcen kriegen. Es ist natürlich finanziell nicht so wichtig, aber man kann halt ohne ein eigenständiges Team, das da sehr gut arbeitet, kann man ja trotzdem eigentlich keinen gescheiten Titel machen und sei es das kleinste Mobile Game. Es ist, finde ich, wirklich schwierig, sozusagen diesen Qualitätsanspruch über die verschiedenen Sachen zu halten. Wie habt ihr das denn geschafft? Das müssen wir jetzt auf jeden Fall Jan fragen, denn er muss es ja gerade jetzt im Moment auch schaffen, ne? Also Jan Theissen. Ja. Also das ist tatsächlich, das ist so ein bisschen die große Herausforderung natürlich. Man hat irgendwie so über die Jahre herausgefunden, wie entwickelt man ein Spiel so mit dem Team und wie sind da die Strukturen und wer kann was und so. Und jetzt auf einmal sagt man halt, okay, wir brauchen nicht ein großes Team, sondern wir brauchen 2 große Teams. Und dann, okay, wie machen wir das? Wir können nicht ein komplett neues Team machen mit komplett neuen Leuten. Also müssen gute Leute aus dem einen Team so ein bisschen den Kern des anderen Teams bilden. Aber dann hast du natürlich in beiden Teams Lücken, die du auf einmal füllen musst. Und der andere Punkt ist halt die Zeitfrage, was du gerade gesagt hast. Es ist halt einfach nicht mehr möglich, dass ich jetzt bei allen Projekten halt irgendwie so tief drin bin, wie ich bei vorherigen Projekten war. Sondern wir haben es jetzt halt so gemacht, dass wir wirklich gesagt haben, okay,
Ich bin Game Director von dem einen größeren Projekt und Philipp, unser Head of Coding, der aber auch Game Design-mäßig und so sehr fit ist und zwischenmenschlich raus hat, der ist halt Game Director von dem anderen Projekt. Und wir haben da auch dann tatsächlich relativ stark eine Trennung eingebaut. Also wir wollen möglichst wenig Leute haben, die mit beiden Spielen zu tun haben, weil sonst immer so ein bisschen, okay, jetzt gibt es beim einen Wer Projekt kriegt denn vielleicht ein jetzt die halbe Stunde Problem. von dem Typen? Richtig, und das hat dann sofort Auswirkungen auf das andere Projekt, sondern wir haben gesagt, nee, wir haben zwar, ich sag mal so, diese ganze Verwaltungsbereich und der ganze Tools-Bereich und Admin-Bereich, so solche Sachen, das machen wir projektübergreifend, aber wirklich das, was richtig im Projekt ist, gibt es halt wirklich alles doppelt. Es gibt ein ganz paar Leute, die in beiden Projekten arbeiten, aber wir haben uns wirklich bemüht, da eine sehr klare Trennung zu machen. Und was wir jetzt halt versucht haben, oder das ist das, was sozusagen jetzt das ganze letzte Jahr großes Thema bei uns war halt irgendwie zu formalisieren und überhaupt irgendwie aufzuschreiben und wirklich zu erfassen, wie machen wir eigentlich Spiele? Weil wir haben halt, das machst du so neben, also da denkst du ja nicht wirklich drüber nach, sondern du machst das einfach, wie du es halt immer machst. Und dann ist halt, ja, aber wie werden denn solche Entscheidungen getroffen? Und dann hieß es vielleicht manchmal, ja, keine Ahnung, wir fragen Jan und Jan sagt A oder B. Und jetzt fragen sie mich ja, wie machst du die Entscheidung? Und ich sage, ja, lass mich mal drüber nachdenken. Und das ist jetzt halt genau der Punkt, dass wir jetzt versuchen, so ein Production Framework irgendwie aufzubauen, wo halt irgendwie klar ist, okay, wie werden Entscheidungen getroffen, wer kann welche Entscheidungen treffen, wie kriegen wir es halt hin, dass die Leute das Gefühl haben, sie können sich einbringen ins Projekt, aber gleichzeitig nicht irgendwie jetzt, es ist ein Free-for-all und jeder kann machen, was er will. Und das sind halt so Sachen, die wir jetzt alle klären mussten. Und teilweise ist es halt auch echt interessant, weil manchmal dann Probleme auftauchen, die nie ein Problem waren bei Projekten, wo ich vielleicht der Game Director war, weil vielleicht einfach genug Leute, keine Ahnung, sich vielleicht auch nicht getraut haben, einfach irgendeine blöde Idee zu pitchen oder Hobbiton. Und jetzt denken sie, oh, man kann es ja mal versuchen. Oder wo vielleicht einfach, keine Ahnung, mein Stil irgendwie einfach von Haus aus irgendwie, was ich sehr direkt ist oder irgendwie, keine Ahnung, und dann vielleicht jemand anderes mehr Diskussionen erlaubt. Und dann ist natürlich die Frage, okay, wie viel Diskussion ist eigentlich gut? Weil ich sage ja auch nicht, dass ich alles richtig mache, sondern vielleicht diskutiere ich ja dann zu wenig und dann ist es vielleicht besser, wie es die anderen machen. Und wie macht ihr das denn? Und jetzt gibt es halt diesen interessanten Austausch zwischen den Teams, dass man halt versucht herauszufinden, was macht das eine Team gut, was macht das andere Team gut und wie kriegen wir es halt hin, dass beide Teams am Ende irgendwie das Optimum erreichen. Aber das ist echt spannend und ist halt auch nichts, was man mal so nebenher macht. Das heißt, bei euch ist eigentlich gerade so, dass ihr, ich sag mal, ein weiteres Team erwachsen werden lasst oder selber, ich sag mal, erwachsen werden, hört sich immer so an, als würde man davor nur Quatsch machen, aber heißt aber auch, finde ich, dass vielleicht einige Sachen, die damals lockerer oder spaßiger waren, man einfach jetzt auch mehr institutionalisieren muss, mehr offizielle Sachen haben muss und so, mal eine offizielle Absolut. Abnahme irgendwo braucht oder sowas. Aber Absolut. Ich meine, wir haben jetzt auch ja. viel mehr Meetings als früher und wir haben viel mehr Dokumentation und dieser ganze Kram, der keinen Spaß macht. Aber gleichzeitig gehört es halt einfach dazu, weil es halt nicht mehr so ist, dass irgendwie jeder alles weiß oder es ist halt nicht so, dass im Zweifelsfall mal irgendjemand, der wirklich lange dabei ist, mal eben reingrätscht und dafür sorgt, dass irgendwas nicht gegen die Wand fährt, sondern im Zweifelsfall kriegen jetzt halt bestimmte Leute irgendwelche Sachen nicht mit und irgendwas würde einfach schiefgehen mit Ansage, wenn wir nicht irgendwie ein System haben, mit dem wir dafür sorgen, dass halt die Leute, die es wissen müssen, wirklich das, was sie wissen müssen, auch am Ende des Tages wissen. Und das ist halt echt tricky, weil man glaubt gar nicht, wie viel einfach so automatisiert läuft oder wie viel sich einfach eingespielt hat, weil viele Leute bei uns sind seit 15 Jahren im Team. Und da gibt es halt einfach eine Shorthand und da gibt es halt einfach, da gibt es einen kritischen Blick während der Präsentation und dann ist dem anderen schon klar, was das bedeutet. Und wenn du jetzt aber neue Leute dazu kriegst, die wissen all das natürlich nicht. Oder wie gesagt, man muss dann erstmal wirklich so eine Inspektion machen. Man muss erstmal gucken, okay, wie zum Teufel machen wir eigentlich diese ganzen Sachen, die wir für völlig selbstverständlich gehalten haben. Und jetzt fällt uns auf, oh, das ist gar nicht so selbstverständlich. Ja, im Filmstudio, Animationsstudio Pixar war ein ganz großer Punkt, hat mal der Mitgründer und Co-Chef da erzählt,
von einem Team auf zwei Teams zu gehen, weil auf einmal eben nicht diese Band da war, die, wie du sagst, sich schon fast blind versteht oder gegenseitig sich schon deuten kann und diese Magie, die man in irgendwie einem in dem Fall Film hat, auf den anderen zu übertragen. Und die haben das versucht und haben dann irgendwie spät gemerkt, so, die können das noch nicht, die können nicht so alleine laufen jetzt ohne uns und mussten wieder da rein in das Projekt und hatten genau das Problem, so ein zweites Team aufzubauen ist fast so schwer wie das erste Team aufzubauen manchmal, auch wenn man vielleicht ein paar mehr Erfahrungen oder Tipps oder so mit reinbringen kann, fanden wir auch immer sehr, sehr schwer. Und bei uns war es wirklich tatsächlich, als wir das gemacht haben mit zwei Teams, immer der größte Punkt, wir können nicht die Leute duplizieren, die das alles jetzt gerade gut machen. Wir müssen neue finden und solche Leute sind sauschwer zu finden. Und ich glaube, dass da diese Leute zu finden ist und dass die sich halt noch verstehen. Wie eine Band zusammencasten ist halt was anderes, als wenn sich die Band selber gefunden hat und weiß, was sie will. Manchmal funktioniert es und manchmal funktioniert es nicht. Extrem schwierige Sache, glaube ich, das hinzubekommen. Die andere Sache, die du aber meintest, ist tatsächlich, ihr versucht das sehr stark zu trennen. Man könnte jetzt auch sagen, eigentlich ist es doch gut, wenn man im Gegensatz zu Jan Wagners, ich sag mal ganz unabhängigen Läden, wenn man schon einen Laden hat, dann zum Beispiel sagen könnte, das ganze Art-Team könnte doch als Service-Abteilung für beide Spiele arbeiten. Da kommt dann halt jemand und sagt, mach mir nochmal die Grafik oder gib mir nochmal 10 Models davon und welcher Artist gerade da ist, kann da arbeiten. Hört sich so von außen ja an, als wäre das ein flexibleres Modell, wo man vielleicht auch viel mehr davon hat, dass man eben genau die Leute einfach gerade da hinsetzen kann, wo es Sinn macht. Aber ihr habt euch trotzdem ein bisschen dagegen entschieden, so wie sich es bei dir anhört. Ist auch ein sehr guter Punkt, weil man sagt natürlich auch auf technischer Seite zum Beispiel, wir benutzen natürlich dieselbe Engine für alle Spiele. Und jetzt kann es natürlich passieren, dass irgendwie das erste Team irgendwas versucht rauszufinden, setzt da jemanden ran, der beschäftigt sich da einen Tag mit und am Ende haben sie es irgendwie hingekriegt und dann zwei Tage später macht das andere Team genau dasselbe. Man hätte einfach sagen können, ja, du hättest auch einfach den fragen können, der das gleiche gestern gemacht. Und da versuchen wir natürlich, es irgendwie hinzukriegen, dass sowas möglichst wenig passiert. Das heißt, wir versuchen dann schon, das so zu machen, dass die Leute projektübergreifend miteinander reden, aber halt nicht in den Projekten arbeiten. Also das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel eingeführt, dass wir einmal pro Quartal so ein Show and Tell machen, wo im Prinzip alle Projekte zeigen, woran haben sie gearbeitet, was ist der aktuelle Stand und was sind die nächsten Pläne. Einfach nur, damit jeder in der Firma auch so ein bisschen informiert ist, okay, was machen eigentlich alle anderen. Und wir haben das aber dann auch nochmal abteilungsweise. Also die Programmierer sprechen halt regelmäßig, also Programmierer vom einen Team sprechen regelmäßig mit Programmierern von dem anderen Team. Einfach nur, um sicher zu gehen, okay, macht das, was wir eigentlich machen, gerade Sinn oder habt ihr schon Erfahrungen damit gesammelt und all das, weil das ist genau richtig, wie du sagst, man will das nicht verlieren, weil das ist ja das, was irgendwie die Effizienz ausmacht, aber gleichzeitig will man halt nicht irgendwie sich Programmierer oder Grafiker teilen, weil was passiert, wenn beide Projekte auf einmal die Grafiker brauchen oder was passiert, wenn auf einmal die Programmierer mehr Bock haben, an Projekt A zu arbeiten und Projekt B so ein bisschen schleifen lassen und so, und das sind halt alles Sachen, die machen es nur noch viel komplizierter. Wir hatten tatsächlich mal eine, wie soll ich sagen, will jetzt nicht frech sagen, Selbsthilfegruppe bei uns, aber es war tatsächlich so, dass die Game Designer vom einen Team irgendwann gesagt haben, die Game Designer vom anderen Team, die haben aber gerade ein tolles Tool bekommen für ihre, für ihre Items. Wir haben das nicht bei uns oder uns hat gar keiner davon erzählt, dass es jetzt im Editor zur Verfügung steht, der hier gebaut wurde von den Technikern. Und die haben sich dann selbst einmal die Woche zu einem Austausch getroffen, wo sie gesagt haben, was haben wir diese Woche gemacht? Was haben wir hier auch an Anfragen gestellt an die Technik oder so? Oder wie programmieren wir gerade das oder skripten wir gerade das? Fanden wir natürlich toll, aber haben uns auch ein bisschen geschämt, dass die das selbst sozusagen sich überlegen mussten, aber im Endeffekt natürlich toll, wenn dann Leute doch eben das Wissen nutzen und sich austauschen, wie du es gerade gesagt hast. Und deswegen das ist halt ganz, ganz kurz eines der Gründe, warum wir wichtig finden, dass die Leute wieder ins Büro zurückkommen, weil das ist halt was natürlich über Homeoffice viel weniger natürlich passiert, als wenn die Leute zusammen irgendwie Mittagessen gehen und dann, hey, was macht ihr denn gerade? Ja, wir haben uns hier das neue Beleuchtungssystem angeguckt. Ah ja, wollen wir auch. Was habt ihr denn gemacht? Und dann passiert sowas halt natürlich. Und wenn aber alle zu Hause sitzen, dann musst du halt wirklich Termin dafür machen. Hey, lass uns mal eine halbe Stunde darüber sprechen, ob sich vielleicht irgendwas getan hat, was für uns auch interessant wäre. Und wie gesagt, ich glaube, dass das halt einer der großen Punkte ist, die fehlen, wenn du nicht im Office zusammensitzt. Ja. Dieser natürliche Austausch.
würde ich mich gerade auch fragen, weil Jan Wagner, jetzt einfach mal hypothetisch gesprochen, würdest du dich freuen, wenn bei deinen Projekten vielleicht auch mehr das Ganze, wenn du es dir aussuchen könntest, mehr ein Zusammenspiel wäre, ich sag mal mehrere Teams an einem Ort, die sich austauschen können mit der Erfahrung, denn gerade in den sehr, sehr vielen verschiedenen Projekten, in denen du gearbeitet hast, hast du auch viele Situationen selbst gesehen und sicherlich auch einige, wie du gesagt hast, deiner Kollegen, die mitbeteiligt sind in deinen Firmen, dass man das vielleicht auch mehr verbreiten möchte und mehr das in einem Ort haben möchte, als es vielleicht bei euch oft der Fall ist? Also wir laufen gerade konkret in das Problem rein, dass tatsächlich wir langsam an diesen, also ich habe vor einem halben Jahr noch gesagt, ach, Corona, alles super, wir haben das voll im Griff. Und da hat das auch gestimmt. Und jetzt laufen wir langsam in Probleme rein, wo die Sachen komplexer werden und wo der Austausch fehlt. Also sowohl zum Teil innerhalb des Teams, also innerhalb von Abteilungen schon, so Programmierung A zu Animation oder so, als auch zwischen den Teams und wo einfach Wissen zu kultivieren echt schwierig wird. Aber das Formalisieren ist eben auch schwierig, weil dann müssen halt die Leute müssen dann dazu getrieben werden, irgendwas zu lesen oder sowas, was ja auch keiner will. Die wollen alle irgendwas machen. Also das ist tatsächlich aktuell zum ersten Mal der Punkt, wo ich sagen würde, jo, es wird Zeit und wir überlegen auch gerade, wie kriegen wir das hin? Also wie kriegen wir diesen formlosen Austausch formalisiert mit Hangouts oder irgendwie lass uns das zusammen machen, irgendwie so, dass einfach die Leute überhaupt mal miteinander ins Gespräch kommen. Und das wird gerade, also jetzt kommen wir echt an den Wall, wo wir sehen, okay, das hat tatsächlich echte Probleme gemacht und es ist ein Missverständnis passiert oder Dinge nicht abgesprochen worden, weil man sie eben auch nicht sieht. Also weil auch die Abteilungsleiter zum Beispiel nicht sehen, was im Kleinen passiert. Ja. Deswegen, multiple Teams ist offline eine Herausforderung, online oder rein digital noch deutlich größer. Und ich glaube, dass wir gar nicht angefangen haben, wo wir jetzt auch nicht mehr hinkommen, ist dieses ganze Persönlichkeitsthema. Also wenn Leute plötzlich in Positionen kommen, wo sie noch nie waren, oder wenn der total coole Game Designer plötzlich Game Designer Chef sein muss und ganz, ganz anders ist und so Sachen. Also da kommen nochmal ganz eigene Geschichten her, auch solche Team, sozusagen diese Zellteilung, auch die ist nicht problemlos, weil die gleichen Leute in einer anderen Funktion nicht mehr die gleichen Leute sind. Also da kommt nochmal ein ganzer Rattenschwanz. Ich glaube, dazu müssen wir eine neue Folge machen, weil der Phil wird total nervös die ganze Zeit. Ja, ich sehe auch, die Regie sagt uns, wir müssen zum Ende kommen, aber ich glaube, wir haben auch ein ganz guten Rundumschlag gemacht. Ich glaube gerade, was du nochmal angesprochen hast, der wichtigste Punkt ist, oder zwei wichtigste Punkte sind eigentlich einmal diese Zersplitterung, Leute, die vielleicht davor zusammengearbeitet haben, weil es digital ist oder auch, weil es mehrere Teams sind, weil man neue Strukturen aufbaut. Ist schwer, weil man nicht mehr diese Harmonie, diese Gruppe, diese Band hat, die einfach irgendwo zusammenhockt und ihr Ding macht. Und auf der anderen Seite halt wirklich dieses, es gibt Sicherheit, mehr aufzubauen, gerade für ein Indie-Studio, aber die Herausforderung steigt halt auch immens. Wenn man es mal geschafft hat, glaube ich, dann hat man was extrem Geiles, weil dann hat man vielleicht nicht nur ein tolles Team, eine tolle Band, dann haben wir zwei tolle Bands. Also wenn man da mal angekommen ist und über diese Probleme weg ist, auch das, was du gerade gesagt hast, Jan Theissen, wie spricht man sich denn jetzt neu ab, wenn man das mal gelöst hat und sagt, jetzt haben alle ihre Stellen und fühlen sich wohl. Ich glaube, das ist ein mega Achievement, egal ob man Indie ist oder zu einem Publisher dazugehört oder sonst was macht. Aber es ist ein schwieriger Weg dahin und ich glaube, man sollte sich manchmal fragen, ob es der richtige Zeitpunkt gerade ist. Ich würde gar nicht sagen, ob es sich lohnt, aber ob man gerade am richtigen Zeitpunkt ist und sich das leisten kann, wenn sich ein Team gerade neu gefunden hat, aus vier Leuten zwei Zweierteams zu machen, kann eine bescheuerte Idee sein, außer vielleicht ist es genau das, was alle wollen und was sie können. Ich glaube, da muss man einen guten Punkt wählen. Spannendes Thema und ich glaube gerade, wie wir gerade gesagt haben, Teamentwicklung, wie Leute auch weiterkommen in der Branche oder was für Möglichkeiten es da gibt und wie sich alles für die Leute ändert, ist ein tolles Thema, glaube ich, für eine nächste Folge. Wenn ihr auch neue Themen habt für andere Folgen, dann teilt es uns bitte mit, schreibt es in den Chat. Wenn ihr auch eure Meinung zu diesem Thema heute habt, dann bitte auch immer her damit, wir freuen uns darüber. Und wie immer, schaut die nächsten Folgen an, schaut euch alte Folgen an, wenn ihr sehen wollt, wo wir mal richtig und wo wir total falsch gelegen haben mit unseren Punkten. Ansonsten freuen wir uns einfach, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao.